Herzlich willkommen zum sechsten Teil der Erklärvideos von Dragon Spracherkennung. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Nutzerprofile und alles, was zur Dragon-Lösung dazugehört, über ein einziges zentrales Netzwerkportal ganz stresslos verwalten können. Die Nuance Management Konsole ist interessant für Administratoren, aber und gerade auch für technisch affine Power-User. Die NMC bietet ein ganz fein abgestimmtes Rechte-Management, mit der Sie als Administrator bestimmten Benutzergruppen, zum Beispiel Power-Usern, eigene Rechte geben können, um sich selbst zu verwalten. Ihr bester Freund als Administrator ist hierbei unser NMC Administration Guide. Am Ende zeige ich Ihnen einen Link, über den Sie die jeweils aktuellsten Administration Guides aufrufen können. Unsere Nuance Management Konsole oder auch unser Nuance Management Center genannt, ist einfach die zentrale Verwaltungskomponente für alle unsere Produkte. Über das NMC verwalten Sie die typischen DPA-Clients, das können auch Thin-Clients oder Zero-Clients sein. Sie können aber auch unser Desktop-Produkt, der Dragon Professional, über die zentrale Management-Ebene verwalten, ebenso alle mobilen Clients. Alle diese Geräte greifen auf das gleiche Management Center, auf die gleiche Spracherkennung zu. Und hier können Sie zentral die Benutzerkonten und Profile verwalten, Administratoreinstellungen vornehmen, Benutzeroptionen freigeben und vor allem benutzerdefinierte Befehle, Wortlisten und Autotexte zur Verfügung stellen oder verteilen. Außerdem können Sie als Administrator Berichte über die Nutzung fahren und einfach sehen, wird das Produkt eingesetzt, wie wird es eingesetzt, wo wird es eingesetzt und ähnliches. Bis hin zum Lizenzmanagement, dass Sie einzelne Lizenzen von Hand, wenn Sie wollen, wegnehmen oder vergeben können. Die gute Nachricht ist, unser NMC schließt sich an Ihr Active Directory an, sodass Sie auch einige dieser Administrationen automatisiert vornehmen lassen können. Wie bereits erwähnt, die administrativen Aufgaben werden wahrscheinlich die wichtigsten sein. Dazu gehören, Wortlisten zu importieren, die benutzerdefinierten Befehle zu verteilen oder eben komplette Wortlisten auszutauschen. Am besten sehen wir uns das direkt in der Konsole an. Ich melde mich an der Konsole in dem Fall als Administrator an, damit ich sämtliche Befehle sehe. Als Power-User würden mir bestimmte Befehle nicht zur Verfügung stehen. Aber wie gesagt, als Administrator habe ich alle Befehle zur Verfügung. Wichtig ist, die Struktur besteht aus der Organisation, das könnte Ihre Firma sein, aus verschiedenen Sites, das könnte zum Beispiel verschiedene Standorte sein, einmal in München, einmal in Hamburg oder verschiedene Abteilungen. Und innerhalb dieser Abteilungen gibt es verschiedene Benutzergruppen. In dem Fall nicht erschrecken. Alles, was irgendwie Medical heißt, bitte ignorieren. Das kommt daher, dass die gleiche Konsole bei uns im Gesundheitswesen auch im Einsatz ist. Dragon Medical sind die ganz normalen Dragon Professional Anywhere Benutzer. Die Dragon Users wären die Desktop Benutzer, die sich mit dem Fat Client angemeldet haben. Und hier finde ich die Liste der Administratoren. Und wie Sie sehen, habe ich jetzt nicht so viele Benutzer. Ich bin hier auf meinem Testsystem unterwegs. Im Live-Einsatz haben Sie hier eventuell hunderte, tausende Benutzer im Einsatz. Bei uns laufen die Systeme in den USA, wie gesagt, im medizinischen Bereich mit bis zu 500.000 Live-Benutzern auf dem gleichen System. Wie gesagt, Active Directory-Synchronisation ist hier ein wahrer Segen. Ich kann als Administrator natürlich mir die bestimmten Details einzelner Benutzer anzeigen lassen. Dazu wähle ich sie einfach mit der Maus aus, klicke die rechte Maustaste, sage Details, bekomme hier alle Details zum Benutzer angezeigt. Die kann ich entweder von Hand ausfüllen oder die werden automatisch ausgefüllt über den Active Directory Sync. Als Administrator habe ich hier die Möglichkeit, die Passwörter zu verändern, zu resetten, zu bestimmen, dass das Passwort automatisch neu eingegeben werden muss nach der Anmeldung oder einfach die Anmeldung komplett ausschalten oder wie gesagt, ich überlasse es einfach dem Active Directory, dann spare ich mir die ganze Arbeit hier. Ein interessanter Reiser
interessanter Reiter, sind die Group Memberships. Hier wird festgelegt, zu welcher Gruppe der Benutzer gehört und damit welche Rechte der Benutzer hat. Eben Administrator, Power User oder ein einfacher Sprecher. Wie gesagt, Sie können einzelnen Power Usern auch Zugang zur Konsole geben. Dann kann sich dieser Power Benutzer sich oder seine Abteilung hier selbst verwalten. Falls Sie jemals in die Bredouille kommen sollten, dass das Sprecherprofil irgendwie Probleme bereitet, können Sie hier für diesen Benutzer das Sprecherprofil einfach resetten. Die gute Nachricht ist, der Benutzer fängt nicht bei Null an, sondern es wird das momentane Sprecherprofil wird auf Pause gesetzt und aus den bisher aufgelaufenen Daten wird einfach ein neues Sprecherprofil erzeugt. Und wenn dieses Sprecherprofil erzeugt wurde, wird dann einfach von dem alten Profil live aufs neue umgeschaltet. Der Benutzer bekommt davon im Idealfall gar nichts mit. Aber wie gesagt, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie ein Sprecherprofil resetten müssen. Das Dragon Anywhere System ist wirklich ein selbstverwaltendes System. Wenn es einmal läuft, dann läuft. Ein wichtiger Bereich sind auch die Lizenzen. Auch hier kann ich mir nach den Organisationen sortiert meine Benutzerlizenzen anzeigen lassen. In dem Fall sehen Sie die verschiedenen Lizenztypen, Administratorlizenzen. 18 Lizenzen habe ich zur Verfügung, eine davon ist im Einsatz. Ähnliches dann für die Dragon Professional oder Legal, also das ist das sind Clients mit dem Rechtswortschatz, oder hier DPA, Dragon Professional Anywhere, habe ich zum Beispiel 10 Lizenzen und 5 davon sind im Einsatz. Und natürlich kann ich hier die Anzahl der Lizenzen einfach wegnehmen oder hinzufügen oder einfach alle Benutzer anzeigen, die so eine Lizenz im Moment in Benutzung haben und könnte dann hier für die einzelnen Benutzer jeweils die Lizenzen wegnehmen oder hinzufügen oder andere Lizenzen mit dazu nehmen. Aber wie gesagt, der Bereich, der am interessantesten wahrscheinlich ist, ist der Bereich Speech Recognition. In diesem Bereich sehen Sie alle verfügbaren Autotexte zum Beispiel, alle Schritt-für-Schritt-Befehle und alle Wortlisten. Und auch hier wieder nach Benutzern natürlich aufgeteilt. Zum Beispiel der Benutzer, mit dem ich immer diktiere, hat folgende Autotexte. Dieser Benutzer hat nur einen Autotext angelegt, dieser Benutzer hat gar keine und ähnliches. Und ich könnte jetzt einfach durch Markieren mit Copy and Paste, also kopieren und einfügen, einfach die Texte übertragen oder auch komplette Listen importieren, exportieren, um sie dann anderen Gruppen zur Verfügung zu stellen. Genau das gleiche gilt dann auch für Wörter und Wortlisten. Auch die werden nach Benutzern aufgeteilt. Ich sehe hier alle verfügbaren Schritt-für-Schritt-Befehle, die dieser Benutzer verwendet hat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eben Power-User bin, habe ich die Möglichkeit von meinem Administrator bestimmte Kommandos zu nehmen und die zum Beispiel dann auf Gruppenebene oder Site-Ebene einfach zur Verfügung zu stellen. Wie gesagt, die ganze Administration ist relativ selbsterklärend. Dennoch, Ihr bester Freund, wie bereits erwähnt, ist der Administrator Guide. Da finden Sie wirklich Tipps und Tricks und Best Practices und alles Mögliche. Einfach unter diesem Link nachschauen. Dort finden Sie jeweils die aktuellsten Benutzerguides. Und damit sind wir auch schon am Ende von diesem Video. Diesmal haben Sie erfahren, wie einfach Sie Textbausteine, Wortlisten und Befehle mit Ihren Kollegen austauschen können. Als Administrator können Sie aus dieser zentralen Verwaltungskonsole die Dragon Spracherkennungslösung komplett und komfortabel und vor allem remote administrieren. Als Power-User kann Ihnen der Administrator beschränkten Zugang zur Konsole gewähren, damit Sie zum Beispiel für Ihre eigene Gruppe oder Abteilung Textbausteine, Wortlisten und Befehle selbstständig verwalten können. Beim nächsten Video im siebten Teil geht es dann um den Effizienzturbo von Dragon, die Schritt-für-Schritt-Befehle, mit deren Hilfe Sie häufig ausgeführte Aufgaben per Stimme automatisieren können.